Der Rendling hat für mich eine große Tradition, nicht nur zu Ostern, sondern das ganze Jahr über. Man kann den Rendling vielseitig genießen, eigentlich eben mit gefüllter Butter oder zum Kaffee oder eben mit Marmelade bestrichen. Er ist wirklich ein vielseitiges Produkt. Und diese Tradition vom Rendling sollte man eigentlich weiterführen, dass er traditionell wieder aus der Reine kommt und nicht aus der Gugelhupfform. Ich habe sämtliche Rendeln dort zum Anschauen. Früher ist der Rendling in einer dahernen Form, ist also ein Tongefäß, gebacken worden. Das waren ganz die alten Rendlingformen bei uns, bei den Bauernhäusern üblich. Diese emaillierten oder halt die glasierten Tonformen, die hat es nur in die Herrschaftshäuser gegeben oder in die großen Gutsbetriebe. Die haben sich da schon eher leisten können. Die sind so schön glasiert, die waren meistens gemustert oder das IHS-Zeichen war in der Mitte drinnen. Also die waren ganz verschieden ausgefertigt. Die haben auch da schon so eine Rullen drinnen, was die heutige Gugelhupfform eigentlich hat. Nach die Tonformen sind dann diese Email-Rendeln kommen. Die hat es auch in alle Größen geben. Der Rheinling hat seinen Namen aus der Rhein, in der er gebacken wird. Nicht aus der Gugelhupfform, weil sonst hat er ja Gugelhupfling heißen. Weil ein Rheinling sollte heute halt nach wie vor in der Rheine gebacken werden. Woher eigentlich stammt, das kann ich gar nicht so sagen. Ich denke, ein Napfkuchen in Deutschland ist ein Rheinling. Ein Bohatscha aus Slowenien ist ein Rheinling. Zum Gugelhupf sagen sie jetzt schon Rheinling. Und ich bin eigentlich ein Verfechterin von Kärntner Rheinling und der sollte halt in der Rheine gebacken werden. Früher ist er serviert worden beim Wochen. Wenn dort bei den Bauern wer gestorben ist, dann ist der Tote daheim aufgebahrt worden. Und dann ist dazu gereicht worden Rheinling und eben die traditionelle gefüllte Butter. Das war früher das Essen eigentlich zum Wochen. Und heute ist der Rheinling ja zu Ostern, zu Weihnachten, aber auch wieder in Verbindung mit gefüllter Butter. Und es war auch seltsam für die Bauern, da ein Rheinling mit weißem Mehl zum haben. Also das war etwas Besonderes, weil früher ist das Mehl ja, das Korn daheim vermahlen worden und das ist immer ein bisschen dunkler gewesen, das Mehl. Also ein weißes Mehl für einen Rheinling, das war schon ganz was Besonderes. Es ist überhaupt das Gebäck in Kärnten. Und überhaupt zu Ostern ist er sehr verbreitet. Und zum Schinken dazu, also nirgends, glaube ich, wird Rheinling zu Schinken oder zu Speck oder zu Würstel so gern gegessen wie in Kärnten. Also für einen Rheinling brauche ich einmal die trockenen Zutaten, also das Mehl. Ich nehme glattes Mehl für einen Rheinling, ein halber Kilo. Dann nehme ich einen Teelöffel Salz, eineinhalb Backeln Trockengärm und 6 Decker Zucker. Dann brauche ich für einen Rheinling ein Viertel Liter Milch, einen Esslöffel Rum. Dann nehme ich ein Ei und ein Dotter. Dann füge ich die Butter dazu. 6 Decker. Die Milch kommt dann lauwarm zu den trockenen Zutaten einfach dazu geschüttet. Und den stelle ich jetzt an, zugedeckt an einem warmen Ort, der muss dann gehen. Circa eine Stunde lasse ich ihn dann aufgehen. Den knete ich jetzt noch einmal zusammen. Und ich fülle den Rheinling nur mit Zimt, Zucker und Rosinen. Und während dem Rollen immer schön zuhören. Und jetzt ist es schneckenförmig zusammengerollt. Und dann kommt der Teig ins befettete Rheindl. Bis er doppelt so hoch ist.
und an warmen Ort aufgehen lassen. Der Rändling kommt jetzt ins vorgeheizte Rohr bei Heißluft 160 Grad, circa 50 Minuten. Und eine besondere Spezialität bei uns ist der Rheinling und die gefüllte Butter. Ich kenne einen Brauch vom Rheinling, aber das sagen wir, das ist bei uns das Gelbe oder Zoppelwarzen heißt das. Und wenn da ein Kind auf die Welt gekommen ist, dann braucht man sowas. Das ist ein Germteiggebäck, das ist ein Rheinling, ein großer Rheinling muss das sein. Und die Gotel hat immer den großen Rheinling dann gebracht und 6 bis 7 lange Strutzen. Und der große Rheinling, der ist gefüllt auch mit Zimt und Zucker und Rosinen. Und da kommt dann noch ein zweiter Teig hineingerollt. Und das ist ein gelber Teig. Und der wird eingefärbt mit viel Dotter und mit Safran. Dieser Teig wird dann noch in den Rheinling eingerollt. Und um den Rheinling herum kommt dann ein Viererzopf und der wird ausgesteckt mit Gewürznelken und mit Muskatnüssen. Und dieses Gebäck ist ein Symbolgebäck, wenn ein Kind auf die Welt kommt, eben, dass es schneller anfängt, laufen, fest zappelt, ja, und gesund bleibt.